Herzlichen Dank, lieber Werner. Das war ganz große Klasse. Wenn nicht fleißige Menschen wie du da wären, deswegen kann ich auch nur empfehlen www.chemtrail oder chemtrails? Ohne S. chemtrail.de. Da gibt es alle Tatsachen drauf, sauber gesammelt, alles hieb- und stichfest. Kein Unsinn. Das ist entscheidend. Lieber Werner, vielen Dank für diese Steilvorlage, kann man nur sagen. Auf dem Hintergrund kann man gut weitermachen. Nur die Flasche hätte nicht zudrehen sollen. Da kriegt man schon beim Zuhören trockenen Mund. Weil die Staaten, die das anwenden, das tun, was sie anderen vorwerfen. Terrorismus ist das. Ganz einfach. Wenn man mit Waffen angreift, so sagt es das Völkerrecht, das hat vier Punkte, ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber ich sag mal, die in der Wirkung nicht auf feindliches Militär zu beschränken sind. Und das ist mit dieser Schweinemordmethode ja wahrscheinlich nicht möglich. Wenn man Waffen anwendet, die in der zeitlichen Wirkung nicht begrenzt werden können. Wenn man Waffen anwendet, die überhaupt, sobald sie ausgebracht sind, gar nicht mehr so richtig zu steuern sind in ihren Folgewirkungen und so weiter und so weiter, gehören sie verboten. Das ist Wahnsinn! Das passiert aber nicht. Warum passiert das nicht? Weil Politiker, die das anstellen wollten, Autounfälle haben, abstürzende Regierungsflugzeuge, hässlichen kleinen Besuch in ihren Büros, nicht? Wir kennen Herrn Perkins, I was an economic hitman, also ich war sozusagen ein ökonomischer Killer. Ja. Und dann sind die so unter Druck, abgesehen davon, dass man sie immer über die Notleiden der Bevölkerung erpressen kann. Das ist heute tägliches Geschäft. Und wenn wir uns die USA ansehen, von denen dies alles ausgeht, dann sollten wir eine Regel beherzigen. Diese Regierungen, hochkorrupt wie sie sind, auf jedem Ministerialposten, in der gesamten Verwaltung, und so ein Obama hat vielleicht so 7.000, 8.000 Leute mitgebracht, alle in den Knast, das wäre gesund. In Deutschland natürlich nicht anders. Staatssekretäre wissen auch Bescheid. Ministerialdirigenten wissen auch Bescheid. Und manche Soldaten, die in Afghanistan waren, das ist jetzt weg von diesem Thema, aber vielleicht auch solche, die mit diesen Programmen zu tun haben, können nicht mehr schlafen, fahren ihre Ehen und ihre Familien an die Wand und müssen hinterher betreut werden für die Dinge, die sie da tun. Das ist sozusagen der menschliche Fallout. Im Prinzip lässt sich doch sagen, es ist erwiesen. Keiner muss schüchtern sein. Es gibt über 70 kleine, mittlere und ausführliche hochwissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Wer sich ein erstes Bild machen möchte, ich bin kein Chemtrail-Fachmann, ja. Ich habe mir diese 15 Minuten gerne angetan, kann man auf meiner Facebook-Seite nachlesen, hat eine nette Frau da verlinkt. Diese Ankündigung auf meiner Facebook-Seite für diesen Termin heute war für mich allerdings eine Offenbarung. Aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Österreich, aus der Schweiz, waren die Posts drin mit Fotos vom Tage, von vorgestern oder von gestern. Unglaublich! Fotos von Chemtrails, alles voll, restlos voll. Dass heute hier so ein grauer Himmel ist, ist für mich nicht außerordentlich erstaunlich. Denn hier wurde in den letzten Tagen in Berlin gesprüht, was das Zeug hergibt. Unglaublich. Und im Prinzip ist es ja so, wenn wir wissen, dass die Faktenlage unbezweifelbar ist und seit einer sehr verdiensten Anhörung in Shasta County in Kalifornien, in den USA im letzten Jahr, im letzten Spätsommer, da gibt es, kann man googeln, verschiedene editierte Kurzfassungen davon. Ich habe eine gewählt, die eben nur 15 Minuten lang ist. Das ist sagenhaft, wie da mit zitternder Stimme
Ex-Offizielle der amerikanischen Institutionen auspacken, was das macht. Ein etwa 60-jähriger Mann erklärte unter Rangumfassung dabei, ihr wisst gar nicht, wie gesundheitsgefährdet ihr seid, wie gefährlich dieses Zeug ist, das da angewendet wird. Das ruiniert uns alle. Und das ist die Tatsache. Und deswegen ist es absolut gut, sich bei Werner von der Website die entsprechenden Tatsachen runterzuladen, einen gut großzügig gedruckten ein, zwei Seitenschrieb zu machen und damit seinen Bundestagsabgeordneten heimzusuchen, solange bis der keine Lust mehr hat. Das ist der einzige Weg, wie das geht. Ich finde das toll, dass ihr heute hier steht. Ich finde das super, dass ihr eure Zeit hergebt, dass ihr nachher marschiert. Seid stolz drauf. Ihr seid die Ersten, die das hier nach vorne tragen. An euch hängt Deutschland. Und da hängt auch noch Europa dran. So ist das. Das sind die Tatsachen. Und der ganze Rest ist einfach organisiertes Gelüge. Und damit wir einmal ein bisschen sehen, wie das funktioniert, habe ich euch heute mal meine Süddeutsche Zeitung mitgebracht, die ich heute Morgen aufgeschlagen habe. Einfach nur, das mache ich immer vor Demos ganz gerne, weil man da vom Tage so richtig Munition bekommt. Und was ist das hier? Jucken, Niesen, Husten. Werden Sie nicht glauben. Süddeutsche Zeitung, Seite 2. Größte, angeblich seriöse Tageszeitung in Deutschland. Jucken, Niesen, Husten. Ihr Armen, ihr habt halt irgendwelche Allergien. Und da werden dann so nette Doktoren zitiert. Und dann kriegt ihr ein Pillechen und dann ist alles wieder gut. Und so, ich kann das ruhig sitzen, brauchen wir nicht mehr, ne? So wird uns das weiß gemacht, nachdem in den letzten 7 Tagen die ganze Republik abgesprüht wurde, wie verrückt. Was ist das denn? Wenn dann die Leute irgendwelche Maleschen haben, wird das mit solchen Beiträgen aufgefangen. Die halten uns für stockblöd. Leider Gottes. Leider Gottes sind tatsächlich noch sehr viele uninformiert. Ich hoffe, wir können das heute ändern. In der Vorbesprechung zu meinem Beitrag heute haben wir diskutiert, man sollte das vielleicht einordnen. Ich meine, das ist ja schon sehr viel und sehr hart, dass die Bundesregierung beteiligt ist, die Bundeswehr beteiligt ist, die NATO beteiligt ist, allen voran die NATO-Führungsmacht USA beteiligt ist. Im Grunde genommen an absichtlicher, massenhafter, schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist das, worum es hier geht, ganz eindeutig. Und es ist wissenschaftlich eindeutig belegt. Dann fragen natürlich Leute, die da einfach vom Glauben fallen und können das gar nicht fassen und sind bisher schlecht informiert, ja, aber warum sollten die das denn machen? Das trifft ja sogar die Kinder der Reichen. Und wer sich biologisch ernährt, kann sich auch nicht helfen, denn der Schweinedreck kommt ja mit dem Regen heruntergeplumpst auf jede Pflanze und sinkt sowieso ab. Und weil es Nanopartikel sind, dringen die ja auch in die Pflanzen. Deswegen waren ja auch diese wunderbaren Leute von dieser wunderbaren Firma Monsanto so schlau, aluminiumresistente Pflanzen sich patentieren zu lassen. Das ist ja sowieso für jeden, der religiös ist und auch für jeden anderen, unfassbar, dass Korruption so stinken kann und so himmelhoch steigen kann, dass man irgendeiner Drecksfirma Patente auf Pflanzen gibt. Wo gibt's denn sowas? Das gehört sofort abgeschafft. Das ist jetzt die Situation. So, und dann fragt man sich ja, warum machen die denn das? Da steckt Gier dahinter. Machtgier? Auf jeden Fall. Aber auch ein bestimmter Vernichtungswille. Und in den USA schließt ihr das eigene Volk mit ein. Unglaublich eigentlich. Wir hören hier doch nur American Dream und dann irgendwelche tollen Hollywood-Schinken, bla bla, Küsschen, Küsschen, alles super. Die Wahrheit ist ganz, ganz anders. Sie ist dreckig, sie ist blutig, sie ist mörderisch, sie ist völlig verlogen.
Und wie gesagt, die Grundregel ist, Amerika, Washington klagt irgendwen wegen irgendeines angeblichen Verbrechens an. Und gehen wir zunächst mal alle beruhigt davon aus, zuallererst machen sie es selbst. Das ist die Tatsache. Terrorismus und irgendwelche Angriffe gegen irgendwen, das ist deren Kram. In der Ukraine kaufen jetzt große Firmen, Milliardäre, Soros darunter, der ja zweimal am Putsch beteiligt war, 2004, 2014, Land. Dieses wunderbare, weltberühmte, hochfruchtbare Land. Und was wollen Sie da ansehen? Genveränderte Organismen. Natürlich. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Die Kornkammer Mittelosteuropas. Unglaublich. So funktioniert das. Ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte befasst. Heute vor dem Termin. Und habe mich gefragt, haben eigentlich die USA schon andere Sachen gemacht, die so grob menschenverachtend waren, dass sie einem das sozusagen plausibel, wahrscheinlich erscheint, was wir heute hier als Anklage gegen Washington vorbringen. Und ehrlich gesagt, ich hatte gestern Abend keine Lust mehr weiter zu forschen. Ich rede gar nicht von den Millionen Japanern, die mit sogenannten Brandbomben bekämpft wurden. Die hat man einfach über 170 japanische Städte abgekippt. Im letzten Kriegsjahr des Zweiten Weltkrieges gegen Japan. Und Millionen Japaner sind daran krepiert. Die USA haben ohne Not, nur zur Durchsetzung ihrer gierigen Weltbeherrschungswünsche, zwei Atombomben über Japan abgeworfen. Aber den Iran unterdrücken wir 30 Jahre lang und werfen ihm vor, er plant eine Atombombe, obwohl er die gar nicht bauen kann. Seit 12 Jahren behaupten wir, im nächsten halben Jahr ist das fertig. Und das macht die einzige Macht, die diese Dreckswaffe je angewendet hat. So nenne ich Glaubwürdigkeit. Ne? Das ist wirklich hochglaubwürdig. Die USA sollten sich kräftig an der eigenen Nase packen und selbst sozusagen direkt nach Alcatraz oder sonst wohin, das wäre richtig, diese Regierung. Im Prinzip hat also eine Macht Millionen Menschen aus reiner Gier im Zweiten Weltkrieg getötet und auf viehische Weise absichtlich eine Kriegführung gegen die japanische Zivilbevölkerung geführt. Das muss man sich klar machen. Und wenn man das weiß, dann fängt man an zu glauben, ja, da könnte tatsächlich etwas dran sein. Die machen auch solche Dinge, die jetzt hier am Himmel über uns, gerade gern über Berlin, versprüht werden. Und dann gucken wir weiter, wie war es denn eigentlich im Koreakrieg? 3 Millionen Tote. Agent Orange. Brauchten wir dringend. Vietnam, vielen Dank für das Stichwort. Absolut. Agent Orange. Da wurde ja nicht nur Krieg gegen Menschen geführt, da wurde wie jetzt mit dem Chemtrails, mit dem Geoengineering, Krieg gegen die Natur, gegen Mensch, Tier, Pflanzen, gegen alles geführt. Und die Opfer davon leben noch heute in Vietnam unter uns. Es gibt sie noch, man kann sie ansehen. Man weiß, dass das dem menschlichen Gencode anknackt. Übrigens genauso wie Uranwaffen, nicht? Die auch Aerosole im Nanobereich von sich geben. Und auch das ist wieder strikt völkerungswidrig. Wir können es zeitlich nicht begrenzen, örtlich nicht begrenzen, Personenkreis nicht begrenzen. Und es gibt eben unkontrollierte Fortwirkungen von den betroffenen Organismen. Das sind die 4 Punkte. Das machen wir auch mit Uranwaffen. Das heißt, man kann klar sagen, wir sind solche Verbrechen gewöhnt. Gewöhnt sind wir an solche Verbrechen. Unsere Politiker haben sich dran gewöhnt. Alle. Das ist extrem peinlich. Und so kommt es eben, dass dann Uranwaffen ausgebracht werden über Afghanistan in ungeheuren Tonnagen. Die Afghanistan-Bombardements haben das Gesamtbombardement in Europa vom Zweiten Weltkrieg in den Schatten gestellt, muss man sich mal klar machen. Unfassbar, was da passiert ist. Und ich erinnere mich noch persönlich in Afghanistan rumlaufen Ende 2001, als die Bombardements starteten. Und bin mit den afghanischen Dörflern rumgelaufen bei jeder Bombe, die gefallen war, in konzentrischen Kreisen, 100 Meter, 200 Meter, 300, 400 bis 500 Meter. Und wir haben jedes Haus, jedes Gehöft, jede Befestigung überprüft, sind da, waren da Waffen.
Sind da, waren da Taliban? Nein, natürlich nicht. Terrorbombardements gegen die vollkommen unschuldige, illiterate, einfache, kaum bewaffnete afghanische Bevölkerung. Warum das denn? Tatsache, man brauchte einen Krieg. Warum? Nur dann kann man da massenhaft Truppen hinbringen. Und dann kann man nämlich das Energierohstoffreservoir Iran geostrategisch trennen von dem über Afghanistan hin benachbarten China, das diese Energierohstoffe dringend braucht. Und das möchte man ja verhindern. Chinas Aufstieg verhindern ist das, was die USA hauptsächlich betreiben in den letzten Jahrzehnten. Und mit was für Mitteln? Das sehen wir da eben. Das heißt ganz klar, die USA benutzen jedes Mittel, auch an anderen Stellen. Sie nehmen jedes, vielen Dank. Falls ich da irgendwas vergessen wollte, greife ich nochmal darauf zurück. Das ist gut, so eine kleine Soufflöse mit Bart, ja. Es ist tatsächlich so, dass jedes Mittel recht ist, jede Breitenwirkung, jedes massenhafte Töten von Menschen. Denn es sind ja eben auch in Vietnam, Laos und Kambodscha wieder 3 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Eine 500.000 Kinder allein im Irak, in dieser wunderbaren Regelung, die wir Oil for Food oder Food for Oil genannt haben. Da durfte also Saddam Hussein bestimmte Ölmengen offiziell unter UNO-Arrangement verkaufen und bekam dafür Nahrungsmittel. Tja, Pech, nur leider keine Medikamente für die Kinder im Land. 500.000 tote Kinder. Haben wir gemacht, unter der US-Führung. Wenn wir zu solchen Dingen fähig sind und die sind nachgewiesen, dann ist eben auch leider wahrscheinlich, dann müssen wir schon wegen der, ich will mal sagen, Indizienlage davon ausgehen, dass die USA eben auch solche Waffen anwenden, bis wir hier krepieren, bis wir hustend zusammenbrechen. Darum geht es eigentlich. Und wenn wir uns das gefallen lassen, dann sind wir wirklich nicht ganz bei Trost. Wir müssen aufwachen. Wir müssen das Thema Chemtrails, das Thema Geoengineering, das Thema HARP, das damit verbunden ist, auf unglückselige, hochgefährliche Weise hochernst nehmen. Sonst wird man uns einfach nicht nur jeden Tag erpressen können über die Bundesregierung, die kann sich damit nicht rausreden, sondern man wird uns führen können, wohin man will. Und das geht eben auch in die Verarmung. Denn hinten steht die Finanzmafia, das verbrecherische Finanzsystem, und die nehmen alles, was Sie und ich erarbeiten, uns gerne ab. Für nichts. Die Ukraine wird gerade vor unseren Augen kurz und klein geschlagen. In den ersten Tagen nach diesem Putsch ist das Staatsgold verschwunden, bis offiziell die jetzige Finanzministerin protestiert und hat gesagt, wo ist eigentlich das Staatsgold der Ukraine? Keine Antwort hat sie bekommen. So einfach geht das. Warum? Weil sie sich mit Verbrechern eingelassen hat im Westen. Haben die sich davon träumen lassen, dass die EU eine Schurkenorganisation ist, die kleine Völker kaputt machen hilft? Griechen, Portugiesen. Was da vorgefallen ist, können wir in dem Film von Schumann sehen, der bei Arte gelaufen ist, wie Milliardenverkäufe für wenige Millionen von großen Finanzinstitutionen über die Bühne gehen. Und das wird dem Volksvermögen einfach entzogen auf diese Art und Weise. Diebstahl ist das. Massenhaft organisierter Diebstahl. Und in diesem Ekelumfeld, leben wir alle. Und wir haben es in der Hand, Sie haben es in der Hand, stolz, kräftig, laut, jetzt, heute durch Berlin zu marschieren und zu sagen, nicht mit uns. Lügt woanders. Verletzt uns nicht und nicht andere Völker. Wir haben die Nase gestrichen voll von euch, nicht nur von eurem Gift, sondern auch von euren giftigen Lügen, die ihr ausstreut über willfährige Medien, um das Volk zu betrügen, das ihr gleichzeitig vergiften lasst. Ihr wisst davon, tretet zurück
Räumt die Plätze. Es müssen andere die Verantwortung übernehmen, damit es gesund weitergeht für alle. Friedlich. Gemeinschaftlich. Das ist das Entscheidende. Fair. Gerecht. Endlich ohne irgendwelche ekligen Giermechanismen im Hintergrund, wo dann ein Werner Altneckel und andere ihre Freizeit opfern und graben in den Akten und stellen die unglaublichsten Sachen fest und die sind auch noch alle wahr und richtig. So geht es nicht weiter. Es geht so nicht weiter. Wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alle Stolz und Kraft. Wir müssen schnell machen, damit wir weiter.